Ein wunderschöner Jagdtag geht zu Ende. Ja, richtig. Schüsselwahl gibt noch. Heute Jagd in Bergen. Zwei Geilerchen und ein Stück Rehwild und ein Fuchs. Das ist so viel ich weiß auf die Strecke. Alle fett. Jung und fett. Und hier beim Schüssel treiben. Ich habe mir auch mehr gedacht. Ja, bei denen halt wieder noch. Ja. Bei denen Schuster. Wenn der Schnitzer geht, immer wie geschmiert. Und wenn das Schnitz geht, dann fehlt er nichts. Gut, ja. Der Hund hat entweder einen elektrischen Anfall oder Krampf. Es klappt. So kam ich nicht zu klammern. Fotograf ist da. Ich kam mit einer Geschwindigkeit den Berg runtergefahren. Ich habe auch was alleine. Dann hast du bei mir schon ein Feuer von vorne gekriegt. Hält an, wirft sich um in den Bestand rein. Und da Wir haben alles zeigen können, was hier im Berg noch zu tun war. Wir haben eine sehr bunte Strecke, Schwarzwild, Rehwild, Füchse. Alles das, was frei war, ist auch geschossen worden. Anscheinend sind wir in der Region das einzige Revier, die mit dem Schwarzwild schon von den Maßnahmen her so sind, dass da nicht mehr Schweinepest gefährdet sind. Also, die Nachbarn müssen sich noch ein bisschen anstrengen, damit sie nach euch kommen. Jetzt sind zwei Überläufer, sag mal, sind auf jeden Fall zwei Jungs geschossen worden, keine starken Machen. Alles eigentlich richtig gemacht worden. Jetzt sind alle Hunde gesund zurück. Jetzt sind alle Jäger zurück und alle Treiber zurück. Also ich für meinen Teil bin zufrieden mit der Jagd. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn mehr angekommen wäre, wenn mehr geschossen worden wäre und wenn noch mehr Leute sich an der Strecke hätten beteiligen können. Aber von dem bisschen, was da war, haben wir optimal gejagt. Und allerherzlichen Dank. Ganz besonders möchte ich mich natürlich bedanken bei dem Rüdiger. Ich glaube, der hat Zentner und Tonnenweise und hat da drüber
polizeilich geschützt, wochenlang in Ruhe, alles musste ruhig, die Förster mussten auch, oder die Waldarbeiter durften nicht mehr weiterarbeiten. Wir haben also alles versucht, die Strecke heute ein bisschen größer sein zu lassen, aber ich denke, ihr seid alle so lange Jäger, dass das nicht immer so zu steuern ist. Und wenn sie mal alle geschossen würden, dann gibt es schon längst keine mehr. Beim nächsten Jagen oder die Nachbarn müssen auch noch ein bisschen was zu jagen haben. Also, Rüdiger, du bist jetzt nicht schuld, du hast alles gegeben und ist eigentlich gut genug. Weihnachtsfest ist gesichert. Ja, dann darf ich die Schützen bitten. Mache ich dann mit den Schützen? Ja, wer hat denn? Oh, einer der Bohlen hier. Ganz berüchtigt der Junge hier. Also, ich mach schon das Schwein wieder, ne? Du bist schon mal wie der Meier, du weißt schon, wo sie kommt. So, dann haben wir hier noch so einen Überläufer. Aha. Der hat einen Kopf gefickt. Ja, warte. Ja, geht doch, oder? Ja, mach ich doch. Halt mal Zeit. Bald mal Zeit. Dann haben wir hier noch einen Fuchs. Schulz, wer ist der Schulz? Ja. So. Schulz dann halt auch, ne? Doch, das ist leider, ne? Halt mal Zeit. So, was haben wir hier noch einen? Wille. Ach. Ja, ich glaube auch noch. Diesmal haben die Ausländer aber die Hunsrücke abgehängt hier. Weil es mein Zeil. Förster, kann man nur erwähnen, der Meier hat selbstverständlich auch was geschossen. Aber nee, der kriegt den Berg nicht mehr so richtig. Auf der Strecke. Bitte? Das liegt nicht auf der Strecke. Ja, sag, ja, kriegst auch keinen Bruch. Aber ich wollte sagen, jetzt hast du auf jeden Fall getroffen. So, ja, das gibst du mir. Ach du, hast du das wegen was? Ja, also, das ist ja nur damit, weil ich die Ordnung halber alles vernünftig gemacht habe. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, wenn auch schon ein bisschen Suppe und Würstchen hatte. Aber ich denke, wir haben noch Bier und Suppe gewonnen, ja. So, bitteschön. Achso, 29 ist Sonntag. 29 ist Sonntag. 30 ist auch nicht schief. 29 ist Natürlich.